Zwei unbekannte Sagen vom Donnergott. Die erste Sage ist eine Thors-Sage und sie trug sich in Schweden zu, und die zweite ist eine Donners-Sage und spielte in den Alpen. Einst dadurch wanderten Thor und sein Diener Thjalfi das Schwedenland. Sie waren gerade bei Linnarit in Smaland, da trat ihnen auf einmal ein gewaltiger Riese in den Weg, der sie aber nicht erkannte. Da fragte Thor den Riesen: »Wohin führt dein Weg?« Der Riese sprach: »Ich will nach dem Himmel gehen und Thor bekämpfen, dessen Blitz mir den Stall angezündet hat.« Da sprach Thor: »Du misst dir zu viel zu, denn du bist noch nicht einmal stark genug, um diesen kleinen Stein da auf den größeren dort zu heben.« Mit aller Kraft versuchte der Riese, den kleinen Stein hochzuheben, doch es gelang ihm einfach nicht, denn diese Schwere hatte Thor ihm gerade verliehen. Daraufhin versuchte Thors Diener, den Stein hochzuheben, und er war auf einmal so leicht wie ein Handschuh. Dadurch erkannte der Riese auf einmal den Gott Thor, und er schlug mit seiner Keule auf ihn ein, so dass er in die Knie sank. Dann ergriff Thor seinen Hammer und erlegte den Riesen sofort. Es heißt, dass man die Spuren dieses heftigen Kampfes noch immer in der Landschaft dort sehen kann. Im steirischen Alpenlande wohnten einst viele Riesen. Da sie in der Überzahl waren, wurden sie so übermütig, dass sie den Himmel stürmen wollten und Donar und die anderen Götter stürzen und erschlagen. Also türmten sie mächtige Felsmauern auf und kamen dem Himmel immer näher. Doch das bemerkte der Donnergott und schleuderte sofort lauter Blitze nach ihnen. Aber leider genügte das nicht, denn es waren zu viele. Da nahm Donar mit beiden Armen einen ungeheuren Berg aus Eisenerz und schleuderte ihn auf die angreifenden Riesen herab. Und so vernichtete er die dreisten Himmelsstürmer. Dort, wo der Kampf tobte, entstanden dadurch enorme Eisenerzvorkommen, dass es sogar im Tale einen Ort gibt, der Eisenerz heißt. Und noch immer findet man dort riesige Scherben von gewaltigen Schüsseln, die einst den Riesen gehörten. Auch glaubten die Menschen, dass das gesamte Alpengebirge durch die vielen Kämpfe entstanden ist, die die Götter mit den Riesen ausfechten mussten.